Willkommen, willkommen, liebe Freunde zum Let's Play der YouTube-Burm. Hallöchen, Popöchen, Freunde der Sonne, Freunde der YouTube-Burm. Nach einer kleinen Folgenpäuschen mitten in der Nacht, weil wir haben kurz was gegessen. Ja, genau. Haben wir uns gedacht, rühren wir uns wieder. Ja, schon, rühren wir uns wieder, dass ihr wieder was zum Schauen habt. Genau, wir machen wieder einen Marathon, ja, genau. Der Aufnahmen, echt, das ist wieder der Wahnsinn. Ja, genau, das ist der Wahnsinn, gell? Wie wir das schaffen, das ist ja fast unglaublich. In dieser Folge, wie geht's weiter? Beim letzten Mal haben wir ein bisschen Zucker gebäckt, Benjamin, und dann sind wir hier diese Straße entlang, die der Shogi nicht sieht, denn er ist nur per Telefon. Ich bin nach wie vor nur zugeschaltet, ich sehe leider nichts, aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, es tut mir leid. Ich kann es mir richtig vor dem inneren Auge vorstellen. Kannst du mir vorstellen, was mache ich jetzt gerade? Was habe ich jetzt gerade gemacht? Mit der Schaufel Kies abgebaut. Nein, fast. Ah, fast. Ich habe Holztreppen gesetzt. Ah, schaut. Ja, aber das war da, wo man Kies auch braucht. Genau. Ja, nein, ich habe mich nur an das letzte erinnert, was du gesagt hast in der letzten Folge, das hast du eine Schaufel gebaut. Mhm. Habe ich mir gedacht, vielleicht hast du es ja noch in der Hand. Fast. Kann ja sein. Fast, liebster Shogi Bernd. Ja. Aber nein. Also ich bin kein Bernd. Du bist kein Bernd, ja. Leute, die nicht wissen, was ein Bernd ist, hier ist in der Infobox oben rechts, da wird dann sowas eingeblendet. Oder unten links, fragt es mich nicht, wo bei euch im Raus ist. Die Folge, wo wir das erklären, was ein Bernd ist, da müsst ihr irgendwo hinten, so Minute 12, 13, 14, 15, da wird es dann erklärt. Ja, genau, die verschiedensten Arten von Bernds. Genau. Da war ich mit dabei in der Folge. Ja, da warst du mit dabei. Sicher. Tatsächlich. Ah ja. Aber das war dann schon, glaube ich, in unserer Beast Mode Folgenstaffel. Ja. Denk schon, ja. Ja, freilich. Das war, wie wir das Haus des Schäfers gebaut haben. Ja, das läuft jetzt auch schon ewig, wenn du überlegst, gell? Ja, schon. Übelst. Schon seit Beast Mode Anfang des Jahres. Anfang des Jahres, ja. Wir haben ja länger schon Beast Mode als Dings, aber von den Folgen her wenig, gell? Ja, aber das haben wir ja zurückschrauben müssen, weil das haben wir einfach nicht mehr geschafft. Ja, täglich Folgen produzieren, das schafft man nicht mehr, weil wir sind ja hauptberuflich YouTuber, das haben wir ja schon gesagt. Genau. Und nebenberuflich arbeiten wir noch woanders. Genau, da verfällt man ja dem Alkoholismus, wenn man da so viel macht. Ja, genau. Besonders ich an Freitag. Ja, weil es ist ja auch normal, dass man ein bisschen feiern darf, ein bisschen sich... Ja, dem Hedonismus frönen, das geht doch dazu, oder? Ehrlich, ich bin sowieso so jemand, wo man sagt, diese verdorbene Jugend. Du bist verdorben? Schafft nichts mehr, ja. Echt? Ja. Hätte ich dich gar nicht so eingeordnet. Der Jagdmann, du bist brav. Ich fröne nur noch dem Hedonismus. Du würdest nur noch dem. Ich dem. Ja, auch dem Hedonismus und dem Sexismus. Sexismus kann ich bestätigen. Dass du den brüllst. Nein, ich möchte dich jetzt nicht als Sexist bezeichnen, aber... Was ist man eigentlich, wenn man Sexist ist? Wenn man Sexist ist, dann ist man ein Sexistenschwein. Ja, dann ist man so, ich weiß nicht, das ist so machohaft, glaube ich. Macho. Sexist und Macho kann man synonym verwenden, oder? Bin ich ein Macho? Freunde der Sonne, was sagt denn da gerade der Shogi? Der Shogi-Bär? Ich bin doch kein Macho, oder? Oder bin ich einer? Keine Ahnung. Ich baue jetzt da mal ein Haus her. Schreibt in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob die was in die Kommentare schreiben soll. Da wäre es interessant, dem General seine Meinung zu hören. Ja, der kann mir gleich was sagen. Der sagt, ich bin ein Arschloch. Ja, genau. Ach, das ist schon lustig, wie wir so unterschiedliche Charaktere sind, gell? Das, ja. Und bei uns ist so viel Potenzial, und das sage ich immer wieder. Und keiner glaubt es mir. Ja, wir sind ganz potent. Ja. So viel Potenzial, aber. Ja, sorry, es ist nachts spät, da ist Nivea und so. Ja, Niveau. Ja, eigentlich hat er ja recht, der Shogi. Eigentlich hat er recht, weil bei mir ist, wir haben wirklich viel Potenzial. Ja. Potenz auch, das gebe ich dir recht. Manche mehr, manche weniger. Also, ich weiß nicht, was du damit andeuten möchtest. Ja, nicht. Naja, auf jeden Fall, warte mal schnell kurz, ich baue jetzt gerade nämlich ein Haus und... Nein, Hilfe, Hilfe! Was, ist ein Creeper da? Nein, nicht, mir ist das Holz ausgegangen. Ach, mir fällt nur Scheiße gerade. Ja,
Dir fällt nur Scheiße. Ja, dann teilt deine Scheiße doch. Ah, mir ist das Holz. Meine Assoziationsketten, die. Ja, tu mal assoziieren. Du sagst, mir geht's Holz aus und ich denke an Holz vor der Hütte. Und wer sagt, dass es sexistisch ist? Du bist doch sexistisch eigentlich, gell? Ich bin halt einfach leicht, einfach gestrickt, was? Das sehr simpel gestrickter Shogi. Genau, das. Holz, Holz vor der Hütte, ist doch klar. Ja, klar. So, warte mal schnell. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich. Jetzt muss ich mal ein Dings bauen. Eine Truhe, na? Eine Truhe. Was baut? Jetzt muss man ein Workbench, dann mal eine Tür bauen. Damit nicht der Zombie reinkommt. Ja, das ist. Ich habe ja einmal zwischenzeitlich Beast Mode, wie du es so schön nennst, gespielt. Ja, ja. Das ist dann. Die Zombies und Creepers können schon anspruchsvoller sein. Ja, schon, ja, ja. Ich finde es halt auch. Warte mal schnell, und. Boah, gut. Okay. Jetzt. Ich habe immer so viel Angst. Ja, weißt du, ich sehe nicht, was du machst, ich hör dich nur. Ja, ja, ich baue gerade ein Haus und ich habe Angst, dass in das Haus was reinkommt. Ja. Nicht ja. Ja, Hilfe. Nein, es ist das empfinde ich, kann ich dir ganz nachempfinden. So, jetzt schlafe ich, alles ist in Ordnung. Okay, also wir sind ja die YouTuber, wir kennen sie ja uns und bla 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 und scheiße. ja? Was? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir jetzt in einer längeren Aufnahmesession sind und dass wir vielleicht nachher noch ein anderes Spiel aufnehmen. Ich habe jetzt derzeit Donkey Kong Country im Laufen. Ich glaube, das werden wir nicht aufnehmen, aber wir könnten Pokémon aufnehmen. Das ist ja auch eines unserer beliebten Let's Plays, kann man schon sagen. Ja, das ist eines. Ich schaue es mal auf. Ja, ich auch. Das ist vielleicht sogar unser beliebtestes Let's Play derzeit. Ja, das war eines meiner ersten Videospiele. Das Pokémon Gold. Na, das Gold nicht, aber Pokémon. Ja, blaue schon. Edition, aber das trotzdem weckt Gefühle. Weckt Erinnerungen. Erinnerungen wollte ich sagen. Ja, Gefühle auch, aber. Oh, cool, da ist Eichenholz. Das ist cool, weil jetzt haben wir Abwechslung. Die Häuser, die ich jetzt baue, machen so mit Eichenholz. Ah, ich weiß schon, wie es ausschaut. Ich hab schon alles wieder im Kopf. Schon wieder im Kopf. Ja, das, da bin ich ja anders. Ich bin da. Ich spontan, baue, gell? Du bist der erste, der spontan bauen. Und ich bin also jemand, der gerne die Landschaft, so wie es ist, nimmt in Minecraft und versucht, das mit einzubinden. Ja, ich doch auch. Siehe, Zöledin im Creative-Modus. Ja, klar. Ja, aber deswegen macht mir ja dieser Underground-Bauen immer so viel Spaß. Ja, ja. Weil dann entdeckt man da plötzlich so eine hohle Kammer oder sowas und dann baut man da was. Naja, das macht mir Riesenspaß. Hast du eigentlich in letzter Zeit wirklich einmal wieder unsere alten Folgen angeschaut? Ich mach's ja immer hin und wieder, schau mal die alten Folgen, vor allem zum Einschlafen, wenn ich deine Stimme höre. dann kann man nur einschlafen. Na, Schmarrn. Nein, ich mach's wirklich zum Einschlafen, vor allem, weil es halt ziemlich entspannt ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist... Ja, ob man sie ab und zu anschaut, die alten Folgen. Ja, genau, schaust du dir die alten Folgen an? Eigentlich... nicht. Ich hänge gerade noch ein bisschen hinterher mit den, oder jetzt nicht mehr aktuell, aber ab und zu hänge ich mit den aktuellen hinterher, weil wenn ich gerade früh zum Tor habe, ja, schon klar. Dann geht es in meine Abo-Box ab und zu unter. Achso, du hast ja eine Abo-Box, ja, ich habe keine Abo-Box. Also ich, dann, keine Ahnung, dann schaue ich mir immer mehrere hintereinander wieder an, also von daher, ich bin noch aktuell auf der Suche. Ja, okay. Mach dir nichts, du brauchst dich nicht rechtfertigen, Shogi. Also, na, alles war, in Ordnung, alles in Ordnung. Das war jetzt auch kein Versuch, aber ich habe versucht, die Frage zu beantworten. Ich brauche jetzt ganz viel Holz, fällt mir gerade auf. Aber das mache ich. Was passt denn für Häuser? Bauernhäuser oder Bürgerhäuser? Ah, das ist jetzt ein Gasthof. Das Gasthof. Ist der Gasthof, weil das ist so das Erste, was man braucht, oder? Das Erste. Ja. Gasthof. Wie nennt man den Gastwirt? Oh, da. Brombeer, hätte ich jetzt gesagt. Brombeer! Braucht man schon einen Namen, oder? Gasthof Brombeer, ja, warum denn nicht? Warte mal schnell, wie kann ich denn wieder Schild machen? Ja, wie hat denn die Stadt geheißen? Das war so ein schöner Gasthof, den wir da mal gebaut haben. Beziehungsweise du hast ihn gebaut und ich habe die Deko gemacht. Was? Das war noch im Creative Mode. Auf dem Wanderweg, also auf. Ja, keine Ahnung. Nein, ich wollte dich eigentlich genau aus dem Grund, habe ich nämlich gefragt, unser Creative Modus. Ja.
das war schon geil, gell? Also, was wir da gebaut haben und vor allem die Namen, die wir uns da einfallen haben lassen. Ich habe, da hat ja jedes Ding hat einen eigenen Namen gehabt. Ja, genau. Zumindest bei dir. Gasthaus, nein, irgendein YouTuber brauchen wir, oder? Bazi. Der Bazi. Gasthaft zum Bazi. Na halt, nein, ich hab. Warte mal schnell, da gibt es einen neuen Abonnenten, den müssen wir unbedingt mit reinbringen. Nicht neuen Abonnenten, aber der ist nicht mehr fleißig im Schreiben. Warte, ich schau mal schnell kurz auf dem Handy nach. Ja, ja. Der Pauli, Gasthaus Pauli, zum Pauli wird. Pauli wird. Super. Aber sag mal, wir interagieren halt auch mit unseren. Ja genau, wir sind keine Arschis, sondern wir interagieren auch wirklich mit den, Zuschauern, weil Zuschauer... Du wirst Zuschauerbindung, das ist das Wichtigste, was es gibt. Ja. Genau. Weil sonst verdienen wir kein YouTube-Money. Ja, genau. Weil wir wir wollen nämlich Champagner weiterhin in Strömen fließen lassen. Ja, natürlich. Also ich trinke den ja nicht. Ich spritze den ja meistens bloß im Raum umher. Ich konnte ihn ganz schlecht verstehen, Shogi. Okay, war eh gerade ein dummer Witz, also von daher. Nein, ich möchte jetzt wissen, du spritzt den was? Ich spritze den sowieso eher nur im Raum und in die Dekolletés der Mädchen, anstatt sich ins Trinken. Ja, das finde ich schön. Würde ich auch gerne machen. Ja. Außerdem möchte ich mir demnächst eine größere Yacht kaufen, von daher. Ja, genau. Genau. Money, money, money. Makes the world go round. Ja. Ist ja wirklich so. Naja. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Auf alte Folgen. Ja, von unsere, ja, und von unseren Abonnenten. Und so. Genau, du musst ein bisschen lauter reden. Du hast am Anfang der Folge warst du viel, viel lauter als jetzt. Okay, komisch. Ja, weil du vielleicht. So besser wieder. Ja, das passt schon wieder. So. Ich denke, das wird halt auch mit der Leistung meines PCs ab und zu zusammenhängen. Ah, glaube ich nicht. Der PC ist doch gut. Ja, aber wenn gerade viel läuft nebenbei, dann. Dass du gerade downloaden. Nein, aber ich weiß nicht, ich habe nur Excel geöffnet und... Warum hast du denn Excel geöffnet? Ey, da habe ich was für die Arbeit gemacht. Heute ist doch Sonntag. Ja, mein. Nein, das ist... Samstag war ich verkatert. Ja, schon, hast schon recht. Ich war schon auch öfters am Sonntag in der Arbeit. Mein, wer was werden will, gell? Genau, wer Big Spender werden will oder ist schon. Eigentlich sind wir ja schon Big Spender, was labert. Ja, klar. Was laber ich? Apropos Big Spender. Ja. Nein, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Wir haben Guild Wars runtergeladen, der General Waste. Ja, genau, das habe ich gelesen, der hat es vorgeschlagen. Ja, wir könnten bald Guild Wars spielen oder vielleicht ist ja eine Folge schon, außer ein Let's Peek oder so. Sneak Peek, Let's Sneak Peek. Ja, aber Sneak Peek ist eigentlich was von was noch nicht rausgekommen ist. Ja, bei uns ist ja die Folge noch nicht rausgekommen. Ja gut. Mein Shogi, du musst doch von deiner altruistischen Einstellung auf eine egoistische Einstellung umwechseln. Ja schon. Du immer ist noch nicht rausgekommen. Also auf jeden Fall ja, Sneak Peek, alles klar und alles toll. Vielleicht schauen wir mal. Wäre doch was. Man muss ja wissen, wir haben ja, also die Zuschauer müssen ja wissen, wir haben ja früher Guild Wars, also das ist Einser. Ja, wir haben eine Guild Wars Vergangenheit hinter uns. Genau, wir hatten eine Gilde und alles. Also es war stimmt, cool, wir hatten eine Gilde. Das habe ich jetzt gleich gar nicht mehr gedacht. Wir hatten tatsächlich eine Gilde. Die Hosenscheiße. Also mir hat es richtig gut gefallen, also Guild Wars 1. Ich habe dann natürlich wie alle Spiele es nicht ganz zu Ende gespielt. Das heißt wie alle Spiele. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel durchgespielt irgendwo. Wow, krass. Bis auf Pokémon. Shogi, das ist aber jetzt nicht so. Das können wir verbessern. Ich bin sehr anspruchsvoll. Was warst du sehr anspruchsvoll? Mich langweilen Dinge sehr schnell. Ja, das kenne ich auch. Aber wenn es sich wiederholend ist, dann... Das musst du halt einfach durchziehen einmal. Ja, ich weiß schon. Jetzt tut es gerade ein bisschen lecken bei mir. Verstehe nicht. Naja, auf jeden Fall diese Folge, die nehmen wir gerade im Zusammenhang mit einigen anderen Folgen auf. Und eigentlich könnte man doch bald wieder Folgenpause machen, oder? Ja, so ein bisschen 4 Minuten ungefähr könnte man ein Folgenpause machen. In 4 Minuten haben wir noch nicht so lange aufgenommen. Was sagt denn die Uhr gerade? Die Uhr sagt jetzt 14 Minuten. Ja, dann tun wir doch in 3 Minuten, in 2 Minuten schon. Aber dann sind die Folgen kürzer, dann kriegen wir mehr Klicks.
weil wir mehr raushauen können. Genau. Shogi, du musst doch das viel, viel kapitalistisch, pragmatisch. Und wir können eine höhere Qualität bieten, weil wir das Ganze einfach verkürzter, komprimierter haben. Ja, genau. Höhere Qualität. Und nicht so lang gestreckt. Ja, das ist wie beim Vogt. Da ist nicht so viel Backpulver drin. Was? Bei was? Ich hab den nicht verstanden. Wie beim Koks, habe ich gesagt. Also, ja, ja, ja. Also, liebe Polizei, wir koksen nicht. Nein, mach ich wirklich nicht. Nie! Das ist mir nur eingefallen, weil. Ich schaue mir zurzeit eine Serie an, da geht's um Kokain. Eine Serie, die Serie heißt New Girl. Na, Narcos. Die Narcos. Wie die Narkose. Ja, da geht's um den Pablo Escobar. Ah, aber wo ist das denn? Auf Fraps? Na, wie heißt das? Auf Netflix, genau. Netflix, genau, das verwechsel ich immer mit Fraps. Netflix und Fraps, das hört sich immer so ist zu empfehlen, die Serie. Also, ist wirklich interessant und gut gemacht. Ich weiß nicht, ob es die Wahrheit widerspiegelt oder ob das bloß so glorifizierend ist, aber es ist ganz. Du hast ganz das nett. Drogenkonsum glorifizieren. Den Konsum nicht, aber den Handel, glaube ich, schon ein wenig. Finde ich nicht gut. Ja, das ist ja wie bei den meisten Filmen, wo es um Drogen geht. Ja, und bei Pulp Fiction auch. Ja, das ist ja okay. Da. Ja. Das finde ich voll blöd. Ja, man muss halt differenzieren können, deswegen ist es auch wichtig, dass alles ab einem gewissen Alter ist. Ja, aber wenn ich ab einem gewissen Alter einfach ein Dödel bin, dann hat ja nichts damit zum Tor. Also ich glaube, die Eigenschaft, Drogen zu dealen und zu nehmen, die hängt viel davon ab, ob man Dödel ist oder nicht. Und das ist ja wohl altersunabhängig, oder? Ja. Ja, fast. Also. Also als so, das muss ich jetzt noch kurz loswerden, die Story, weil die fand ich echt interessant. Ja. Letztens lesen auf Bild oder so. Nein, das ist da gerade so ein Gem, der ist 17 Jahre alt oder sowas. Mhm. Und ist einer der größten Drogenhändler gewesen. Hat so ein richtiges Internetportal aufgemacht, wo man was bestellen hat können und keiner ist einem draufgekommen. Der hat pro Monat so 600 Kilogramm, keine Ahnung, Drogen halt. Drogen. Umgeschlagen. Mhm. Mit 17 Jahren hat es aber nur von seinem Zimmer aus, vom Computer aus gemacht und. Aber er selbst hat das Drogenzeug nicht angefasst und auch nicht. Genau, nein. Und auf die Nachfrage vom Richter, warum er es gemacht hat, ist einfach nur, weil er es kann. Weil er es interessant fand, hat er, weil es immer größer war. Natürlich, also nicht einmal so wegen des Geldes wegen. Krass. Das ist schon krass. Naja. Das ist schon arschkrass. Naja, aber das sind halt auch die Leute, die. Die Sucht anderer, die Abhängigkeit, die körperliche Abhängigkeit von anderen nicht ausnutzen. Naja. Selbst wenn ich es kann, weißt du, was ich meine? Naja. Ja, der hat es ja nie mitgekriegt, sozusagen. Das ist ja das Problem. Ja, auch. Aber der Hitler hat auch nicht mitgekriegt, wie es in Auschwitz die Juden vergast haben, muss man auch mal sagen, weißt du? Ja. Der hat auch nicht selber das gemacht, aber trotzdem ist er verantwortlich dafür. Ja, ja. Und wenn einer mit Drogen handelt, natürlich ist das nicht, der ist der nicht verantwortlich, dass Kinder auf dem Schulhof Drogen verkauft bekommen. Natürlich nicht. Ah. Aber der gehört dazu, weißt du, was ich meine? Der macht sich mitschuldig. Der pappt Blut an seinen Händen. Ja. Unter anderem auch, weil die Geschichte ist, dass halt Koks auch ziemlich blutige Droge ist. Also da sterben Leute dafür in Südamerika. Ja, ja. Das ist ja das. Also das ist. Das ist jetzt nicht trivial, ja. Das meine ich halt wirklich. Nein, das ist. Aber da finde ich aber, die Serie macht das, glaube ich, ganz gut. Also das. Ja, das glorifiziert jetzt nicht so, aber. Man muss halt das sehen, dass dafür, für den Genuss, in Anführungsstrichen, von so neureichen Yuppies in Berlin, im Berghain zum Beispiel, ja. Von den ganzen Investmentbankers, ja. Nicht unbedingt die Investmentbanker. Ich habe gelesen, dass die ganzen Hipster in Berlin, diese Kids, Rich Kids Hipster klicken, ja, dass die alle koksen. Und da denkst du halt auch, ja, okay, gut, die Welt verändern durch ihren Hipster-Shit. Aber Koksen und den Leuten in Kolumbien das Messer in Bauch drücken. So. Ja. Weil was anderes ist ja nicht. Da ist ja so viel Blut dran an dem ganzen Koks-Shit. Naja. Ja. Zurück zu schöneren Themen. Wir wollen ja auch unterhalten. Wobei es ja wichtig ist, dass wir einmal. Ja, ich war Content. Jetzt gerade unterhalten, oder? Ja, ja. Finde ich schon. Naja. Ja, wir sind, glaube ich, schon wieder kurz vor einem Folgenpäuschen. Gut, dann machen wir jetzt gleich Folgenpäuschen. Nein! Nein? Doch. Ich habe mich gerade bloß verbaut. Diese Nein-Schreier, die habe ich mich gerade verbaut. Gut, dann sagen wir jetzt Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Da ist genau. Der Shogi auch noch dabei. Bin ich auch dabei? Okay, mega. Pfiat euch, Servus. Schreibt einen Kommentar, bis dann, Servus. Bis dann, Servus.